Gütchen. Gütchen-Tütchen. Ah, Container. Geben Sie mir her, das Ding. Ökonomische Belohnung, bitte. Wie habe ich denn 7 Container schon wieder? Blub. Die schmeißen mir die Dinger auch in den Kopf, ne? Na toll. Nutzlos. Nutzloses Zeug. Wie schaut es hier so aus? Ein Divisionsstern. 5 kleine Containerchen. Sehr freundlich. Gibt es Anfragen? Nö. 3000 Kohle im Clan. Es wurden keine Transaktionen zugeführt. Pakete für den Clan. Mehr Ressourcen für alle für 5000 Öl. Puh. Das musst du erstmal hinbekommen. Bin der mit Abstand das meiste Öl beigetragen hat. Traurig. Traurig, traurig. So, ich wollte auf alle Fälle mal das. Die T22. Die wird zwar eine Weile brauchen, bis sie richtig einsatzbereit ist, aber wir schauen mal. Ja, 80 Leute da, aber kein Match für uns. Nicht so nett. Hat echt original 5 Minuten fast gedauert, bis Streamlabs bis Twitch gecheckt hat, dass ich live bin. Ja, schau mal. Interessantes Matchup. 3 Zerstörer, 5 Kreuzer und 4 Schlachtschiffe auf beiden Seiten. So. Das Ding hat auf alle Fälle eine hydroakustische Suche. Ist ganz cool. Wir können Schiffe orten und Torpedos auf 3 Kilometer. Das ist schon mal nice. Was haben wir für eine Spotting Range? 6,3 Kilometer. Grüß dich, Machel. 6,3 Kilometer. Das können wir mit Kapitän auf 5,9, 5,8, 5,7 verringern. Dennoch höher als die Spotting Range des Vorgängers, deutlich sogar. Torpedos machen mehr Schaden. Ja, mal schauen. Die VT22. Ja, 2:17 Uhr. Perfekte Zeit für den Stream, oder? Herr Schlund. Das ist eine New York. Ich hasse New Yorks. Hi, saftiger Willi, ich grüße Sie. Ganzen Late Night Boys sind wieder da. Oh, sehr unmanövrierbar, das Ding ohne Upgrades. Ekelhaft. Was hat denn der für Torpedos, Alter? Ist mal ohne Witz. Was ist, hat er mich, irgendwas hat mich gespottet. Was ist denn hier schon wieder? Arsch. Der schießt natürlich direkt drauf. Irgendwas ist da drin, auf alle Fälle in dem Punkt. Hallo, Tomate. Ach, der ist es. Der ist es.
Ah, einmal getroffen. Torpedos Achter aus! Ah. Torpedos auf Backbord. Torpedos Achter aus! Das Ding ist sehr, sehr schwierig im Fahren. Muss ich gestehen. Die Torpedos werden vorher auslaufen. Ich bin in der Gastronomie tätig. Welch widerlicher Beruf. Also Torpedos sind echt kacke irgendwie. Wir haben nur seitlich und auch noch relativ wenig. Sehr ekelerregend das Ganze. Ja. Torpedos auf Backbord. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Wieso laden die Dinger denn immer noch nach? Wie lange laden die denn noch, bitte? Ich verbiss mich mal auf einen anderen Berg. Also ich fahre hier mal kurz weg. Die Hawkins ist gleich tot. Rest in peace. Was haben wir für eine Range? 9 Kilometer. Also unser komplettes Team ist schon tot, by the way. Das wird eine relativ kurze Runde. Das sind 5 Sekunden vorbei. Team steht kurz vor dem Sieg. Ja. Das dachte ich mir schon. Also die Nachladezeit von den Torpedos ist aber auch unreal. 40 Sekunden. 60 Sekunden. 68 Sekunden Ladezeit für die Torpedos. Ich jetzt auf den schieß, kriege ich wahrscheinlich direkt Quittung. Ich setze mich mal in den Nebel und mach gar nichts. Wann kommt Kochstream? Schau mal. Digga, du brennst. Meine Weise. Schießt der denn hin? Meine König abfackeln, habe ich auch mal richtig Bock drauf. Also ich bin maximal unzufrieden mit dem Ding, sage ich hier ganz ehrlich. Macht überhaupt keinen Spaß, bis jetzt. Was will ich machen? Hab ja nicht so viel Auswahl. Muss jetzt nur kurz hier weg, sonst bin ich tot. Naja, wenn ich mit der König fahre und jemand schießt auf mich, brenne ich sofort wie so ein Flaggschiff. Umgekehrt wird ein Schuh draus, ne? So, die Range ist übrigens ideal. Der kann mich gar nicht treffen aktuell. Also er sieht mich nicht. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Ja, erste Runde direkt scheiße. Oh Gott. Ich bin gleich tot, wenn ich nicht aufpasse. Ah, da ist ein Zerstörer auf der anderen Seite. Arsch. Wenn der klug ist, schießt er auf mich. Ne, wir gehen einfach getrennte Wege. Kann ich mitleben. Ah, die Nachladezeit ist... Pff. Aber was ist das für ein Fick? Ohne Witz? So voll dumm. Ja, ich würde nur gerne nicht gespottet werden von dem Typen. Aber ich schieß mal auf den. Was, neuer Drop? Was, neuer Drop? Was, neuer Drop gedroppt? Okay, da brennt. Jetzt muss ich noch aufpassen, weil der wird gleich einmal auf mich draufhalten. Mit seinen hässlichen Geschützen. Und wir alle wissen, was passiert, wenn so ein Ding auf einen schießt. Erstmal nichts, weil er nicht trifft. Ja, ein bisschen Galopp fahren. Er hat auf alle Fälle gelöscht. Das heißt, wenn wir nochmal treffen, dann brennt er. Und zwar länger. Der Warships-Drop von Discord, echt? Da gab es einen Drop. Gar nichts von mitbekommen. Muss ich mal gucken. Oh, fuck, ich war so dumm. Ach, Twitch? Ah. Das gegnerische Team stimmt. Steht kurz vor dem Sieg. Da muss ich meinen eigenen Stream wieder anschauen, dass ich Drops bekomme. So. Können wir bitte kurz ausrichten? Er brennt aber auch nicht mehr, ne? So, er hat einmal gelöscht und seitdem brennt er nicht mehr. Ah, okay. Man muss sich nur beschweren, dann brennt's. Oh, oh. Au, nicht auf meinen Arsch schießen. Torpedos Achter aus. Ah! Hast heute schon ein paar Prozent beim offiziellen Warship-Stream gesammelt. Sehr fleißig.
Dann machst du direkt weiter. Sehr gut. Sehr schön. Der Boy ist am Arsch. Leider nicht alle Torpedos getroffen. Aber ein paar. Muss ich leider nur kurz aufpassen. Ja, Digga, was schießt denn da noch auf mich? Ja, da hinten schießt noch was auf mich. Ah, diese widerlichen. Machen wir es kurz anders. Ich hoffe, dass ich das jetzt kurz überlebe. Dass wir den nochmal anzünden können, vielleicht. Also jetzt bleiben wir mal kurz hier drin stehen. Komm du ruhig. Irgendwann brennst du schon wieder. Jetzt hat. Oh, scheiße. Er ist tot. Gut, dann müssen wir uns noch um den anderen Zerstörer kümmern. Digga. Hat er die hingeworfen? Die Hydro, ja. Was schreibt der? We have 3 Bots, die have 2? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ist der blöd? Ja. Hi. Der ist richtig dumm, der Typ. Der weiß nicht mal, wie viele Bots das sind. Ich bin schon wieder gespottet worden von irgendwas. Was spottet mich denn hier? Der da spottet mich. Au. Oh. Ah, hier ist alles ein Zerstörer rumfährt. Jetzt habe ich halt 2 Zerstörer gegen mich. Das macht es halt auch nicht einfacher. Ich muss mal kurz weg. Problem ist nur, dass das komplett in die Hose geht, leider. Ja, ich aim auch zu weit hinter. War schlecht von mir am Ende. Ich schaue jetzt erst meinen eigenen Twitch-Stream wieder an. Dass ich Drops bekomme, weil eigentlich müsste ich ja Drops bekommen, ja, ne? World of Warships. Los Krabos. Stummschaltung. Qualität runter. Nicht 1080p. 160p. So, und dann hauen wir uns die Drops rein. Hoffe ich mal. Hier gehen wir raus. Und dann wäre die Bayern angesagt. Die Bio-Warring. Oder wir ballern erstmal kurz. Ah, nee, komm, nee, machen wir nicht. Ich will ehrlich gesagt hier, ne? Titans of Industry. 10.000 EP. Wenn man das Upgrade schon mal reinballern. Erhöht unsere Höchstgeschwindigkeit um 2,5 Knoten. Das ging schnell. Och, komm, ey. Doch scheiße sowas. Hast du einfach schon wieder lauter T8er? Oh. Interesting Matchup. Ja, wer schreibt das? EZG. Ja. Mein 6 bis 8, ich weiß nicht. Warum ist es A? Ah, lol, ja. Stimmt. Lol, einfach 2 U-Boote, 3. Was ist das denn? Geil. Leute, ich will ja nichts sagen, aber das geht komplett in die Hose, Alter. Neues Prime Matchmaking. Ah, cool. Ah, sehr schön. Wird lustig. Das wird ein asoziales Match. Da ist eine fette Bismarck. In 4 Stunden läuft dein erster aus. Dein erster was?
Ach, das ist die Insel mit diesen hässlichen Hütten auf der Insel. Die Karte mit den hässlichen Hütteninseln. Ich erinnere mich. Dein erster Drop läuft aus oder bekommst du erst? Die Range ist halt auch Pupi. Die Bismarck könnte man treffen. Problem ist, leg dich mit der Bismarck an und kriegst auf die Fresse. Ah, scheiße, der verpisst dich hinterm Berg. Smarter Boy, Arsch. Kann dein Drop auslaufen, wenn du den nicht abholst, oder was? Die sieht doch mal interesting aus. Schau mal. Gespottet bin ich schon mal. Ne, war schlecht. Der ist ein bisschen weiter runtergefahren. Smarter Move von ihm. Kannst du mir deinen Drop schenken? Also nee, kannst du nicht, aber wäre lustig, wenn es gehen würde. So, Bube. Auf eine neue Runde. Na, ja, der dreht hoch, oder? Scheiße. Dann gehen wir mal auf die Old Mexico. Ja, ihr habt den echt getroffen. Na, schon. Der bleibt stehen. Auch so ein Arsch mit Ohren. Ah, das könnte wehtun. Ja, es ging. Das Problem ist, ich bin hier relativ auf alleiniger Flur, so ein bisschen. Oh, der Torpedo hittet aber immerhin. Oh, jetzt kommt genau der Scheiß wieder mit den U-Boot-Kack-Dingern. Weil ich jetzt hier von hässlichen... Ja, okay. Da hinten ist das U-Boot. Ich sehe es zumindest. So, kurz eindrehen, dass ich das möglichst überlebe. Das ist aber nicht garantiert. Ich treffe den gar nicht. Torpedos direkt voraus. Okay, ging nochmal ganz gut. Torpedos auf Backbord. Ein bisschen lucky. Geht mir halt am Sack hier. Was ist denn das? Ich bin einfach komplett allein, gell? Auch nicht die smarteste Entscheidung. Überall siehst du nur Torpedos. Oh, der Witz. Weil die Bismarck steht interesting. Ja, Homing-Torpedos wären scheiße. Ich hab so keine Ahnung, was das sein soll, aber ich glaube, das sind die Dinger, die wahrscheinlich zielsuchend sind. Ups, New Mexico tut weh. Ja. Ja, ich bin selber schuld. Ich werde hier gerade von drei Schlacht... Ich werde von allen feindlichen Schlachtschiffen beschossen. Und ich bin auch gleich tot, weil... Torpedos, achte aus! Naja. Ich find's halt... Es ist wieder... Klassisch. So, die Jungs gammeln hinten rum. Weißt du, der fährt, der schießt gar nicht. Der fährt einfach nur ganz gemütlich mit einem PS. Deswegen können sie das... Ah, der dreht sich ein. Also das Matchup ist ein Witz. Generell, das Matchup ist generell ein Witz eigentlich. Weil du da eigentlich nicht viel machen kannst als Schlachtschiff jetzt aktuell. Ich bin hier quasi den U-Booten aktuell ausgeliefert. Da kann ich jetzt nur gucken, dass ich hier irgendwie wegkomme und nicht verreck bei der Aktion. Da ist das eine U-Boot wieder gewesen. Ah, wo ist es jetzt? Wann schützen mich die kleinen Inseln? Oh, nicht euer Ernst. Kommt da noch so ein Typ an? Ja, ping mein Großvater echt. Meine Großmutter kann es auch noch gleich mit Ping, da ist er. Schauen wir mal. Bräuchte dringend das Upgrade. Schauen wir mal, ob das Ding trifft wenigstens. Ne, da ist natürlich schon lange... Okay, ich nehme es zurück. Doch, ich habe ihn gehittet und zwar hart. Wir haben ihn sogar in Brand gesteckt. Au. Alter.
Na ja, gut, das ist eine T8er Flugzeugträger, ne? Da machst du nix, meine Freunde. Der haut natürlich ein bisschen mehr rein. Ich habe echt das U-Boot zerstört. Wow. Das Problem ist nur, ich bin am Arsch. Ich muss jetzt halt gucken, dass ich irgendwie wegkomme und dann irgendwie repariere in der Ecke oder so. Scheiße, Leute, scheiße. Ich hab 100 Leben. Tschutschut. Wie? Ich bin entdeckt. Wovon? Von was? Der scheiß U-Boot wahrscheinlich, was irgendwo rumgurkt. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Oh, scheiße. Ja, das war's. Das war's. Digga, das ist halt das Ding. Ich meine, gut, du spielst Schlachtschiff, du musst vorne wegfahren, aber wenn dein Team halt irgendwo hinten rumschläft, als ob es eine Rente wäre. Wie ist das andere Ding ausgegangen eigentlich? Verloren. Ich habe eigentlich ganz gut gespielt mit dem Ding, aber 50.000 Damage gemacht, ne? Aber wenn du nicht gewinnst, kriegst du keine Belohnung. Kapitän braucht noch eine Weile. Haben wir wenigstens irgendwas, ja. Ladezeit bleibt gleich scheiße. Machen wir das nächste Gefecht. Ah ja, du kannst gerne eine Runde mitfahren. Schreib mich einfach kurz an. Dann kannst du mit rein. Mache. Generell, wer mitfahren möchte, einfach immer anschreiben. Und dann könnt ihr gerne mitmachen. Oder so. Man muss natürlich auch Low-Tier spielen, ne? Logischerweise. Ich habe ja nur T5. Mehr habe ich ja nicht. Ja, ihr habt noch T7, aber ich muss ja die kleinen deutschen Schiffchen hochleveln, ne? Aber du musst natürlich jetzt dann auch leveln. Leveln sage ich schon. Du musst natürlich jetzt auch carryen, ne? Liegt jetzt alles an ihm. Ich weiß nicht, ob das auch auf Linux funktioniert. Weil schon viele Spiele auch heutzutage gucken, dass sie auf Linux funktionieren, glaube ich, generell. Bin mir nicht sicher, ob eine Katze gerade rumjault bei uns. Scheinbar nicht. Mir eingebildet. Nicht, dass sie irgendwie sich gegenseitig umbringen und dann heißt sie am Ende wieder, ich passe nicht auf oder so. Was natürlich überhaupt nicht stimmt, weil ich passe immer auf, dass der Katze nichts passiert. Aber Match finden ist nicht so hier mit dem guten Michel. Machel. Hat aber davor besser funktioniert hier. Die haben alle Angst vor ihm. Die haben schon gesehen, er ist im Matchmaking und verkrümmeln sich jetzt alle aus dem Matchmaking raus. Super. Low-Tier ist um die Zeit schwieriger, ja, das weiß ich schon. Meistens kommen dann wenigstens Bots irgendwann. Aber vorhin waren auf Tier 5 auch irgendwie 120, 130 Leute da, aber jetzt gerade so, nö, wohl nicht. Haben keine Lust, keine Zeit.
Also es gibt eine Website, wo man das gucken kann, heißt ProtonDB. Naja. Ja, das Ding ist, das Problem ist halt, World of Warships ist halt uralt, ne? Das Spiel gibt's halt schon so lange, es gibt halt eigentlich keine neuen Spieler mehr, ne? Deswegen gibt's halt auch quasi keine neuen Spieler oder keine, nicht, oder nicht mehr so viele Neueinsteiger oder neue Spieler. Ich bin ja auch quasi wieder Einsteiger. Ich habe ja gespielt immer vor 6 Jahren oder so und jetzt bin ich wieder neu dabei. Wo ich angefangen habe, war Low-Tier immer 5 Sekunden Action sofort, egal welche Tageszeit. Tier 1, Tier 2, Tier 3. Jetzt kannst du vergessen. Jetzt hast du auf T5 hast du Bots drin, wie du jetzt hier auch bestens siehst. Auf der anderen Seite, gut, ist natürlich entspannter. Kannst du vielleicht sogar mal einen Torpedo hitlern. Ja, das Spiel gibt's 7 Jahre, ja. Ich glaube mit Beta oder so sogar 9 Jahre. Closed Beta, Open Beta. Ist halt mega alt. 7 Jahre für einen Online-Titel ist mega alt. Hat halt jeder schon mal gespielt, ne? Die einen sind weitergegangen, spielen es nicht mehr, die anderen spielen es wieder. Irgendwann schaust du mal wieder rein. Alle Mann auf Gefechtsstation. Aber Low-Tier hat halt fast keiner, ist halt keiner mehr unterwegs, weil jeder, der das Spiel mal gespielt hat oder so, der gammelt jetzt bei T8 oder 9 rum. T8 oder 9 rum. Was schreibt er da? Simanko All Hello. Verstehe kein Wort. Doch, ich schlafe. Ab 5 Uhr meistens. von 5 bis 12 oder so. 7 Stunden Schlaf. Ist eigentlich immer ganz human. AP oder HE für USA-Schiffe? Eigentlich AP. Das ist mir auch schon aufgefallen, Funny. Fun Joker, sorry. Also das Gecampe ist Katastrophe. Die müssten unbedingt mal was gegen das Gecampe machen. Irgendwie, dass wenn du campst, hast du, keine Ahnung, dass du länger brauchst, bis du wieder weiterfährst oder so. Oder dass du irgendwie weniger Spotting Range, was weiß ich, irgendein Malus, wenn du campst. Das Gecampe ist, und das war letztes Match, gerade eben letztes Match war es genau das gleiche. Ich spiele Schlachtschiff, fahr schön vorne rum und die anderen Schlachtschiffe gammeln hinten rum. Katastrophe. So langweilig, dieses Gecampe. Das war früher anders, stimmt. Ach, das sind 3 Torpedos. Ach, jetzt sehe ich erst. Das sind jeweils 3 Torpedos. Deswegen haben wir nur 2. Ah. Ah. Schon gewundert. Was? Das, was? Da hat World of Warships Gold. Ist das drittbeste? Das ist das erste für Linux optimiert und das zweite ist Platin. Es gibt überhaupt keine Probleme. Achso, jetzt hat. Ah, okay. Verstehe. Tomate, du verwirrst mich ein bisschen, was du da schreibst. So. So, wir nehmen kurz den Kack hier ein. Wo sind eigentlich meine Torpedos? Sind schon weg, oder was? Toll. Da ist die Bretagne. Immer wieder schön zum Erobern. Na dann. Da ist die Karlsruhe. Das sieht mir sehr bottig aus. Das Ding haben wir eingenommen. Halt die Frage. Wie fährt das Ding lang? Schau mal. Gespottet vom Zerstörer. Da ist er. As expected. Weil wenn er nicht aufpasst, wird er meine Torpedos rein. Au. Spannt euch mal alle ein bisschen hier. Ist ja schlimm. Ne, er fährt nicht in meine Torpedos rein. Wäre auch zu schön gewesen. Schade. Nur 2 Hits. Aber ist okay. 2 Hits und 2 Hits. Ich
muss unbedingt gucken, dass ich das Manövrierbarkeits-Update Upgrade reinhau. Das ist ja... warum schieße ich eigentlich mit HE? Mit AP kommt mir jetzt erst. Weird. Torpedos direkt voraus. Also mein Aim ist heute auch 20-10, ne? Okay, ist hier kaputt. Ja, Digga. Nicht sein Ernst. Wow. Ja, aber mein Der hat meine kompletten Torpedos mitgenommen. Unser Team hat die Führung übernommen. Sehr unfreundlich von ihm, muss ich schon sagen. Und schießt denn der eigentlich? Schießt der überhaupt, oder? Na gut, wenn er nicht schießt wie ich, dann im Gegensatz zu mir trifft er dann auch wenigstens nicht. Ja, doch, jetzt hat. Hallo Schack mit vielen Zs am Ende. Grüß dich. Was macht eigentlich die Bretagne da hinten? Ne? Wir reden von kämpfenden Schlachtschiffen. Ja, ja. Wir reden von kämpfenden Schlachtschiffen, haben da hier wieder das Paradebeispiel schon wieder an der Ecke da stehen. Ja, ich bin pink, weil der Typ mir in die Torpedos reinfährt, ne? Ah! Wollte die hydroakustische Suche nutzen, damit wir die Mutsuki da mal kurz besuchen können. Ah! Torpedos voraus. Ah, tot. So, da ist eine Bretagne. Unser Sieg ist in Sicht. Der fährt weg, Feigling. Gehört der Nebel uns oder ist da noch irgendwo ein Zerstörer versteckt? Ne, die Zerstörer sind alle auf B. Wir schießen einfach mal drauf, scheiß drauf. Das Ding ist nur, er zielt auf mich. Ja, ja, chill. Ach, da ist ein anderer Zerstörer bei mir. Grüß dich. Sehr unfreundlich. Also ich muss sagen, ich mag den Zerstörer hier aktuell noch überhaupt nicht. Ich hoffe, das wird ein bisschen besser, wenn er geupgradet ist. Aber aktuell ist es nicht mein bester Freund. So. Jetzt müssen wir nur ganz kurz... Ja, der richtet seine Geschütze auf uns. Das ist natürlich logisch. Wir machen kurz Bitcheroo. Bin einmal weg. Oh. Die Torpedos. Den wird er wahrscheinlich nicht. Ja, das war's. Der ist tot. Gegnerische Schlachtschiff versenkt. Unser Sieg ist in Sicht. Ja, die Idee ist schon beide auf. Ach so, ist noch ein DD. Ah, es sind drei DDs. Ah. Ach so. Aha. Wo ist der denn hin? Ich schwöre, ich habe noch zwei gesehen. Bin ich jetzt dumm oder bin ich blöd? Ja, bin ich. Das kannst du. Doop. Was ist eigentlich dieses Zeichen da? Schaut aus wie so ein Virus. Das Schiff hat ein Virus. Wer da war? Zombie-Mode in World of Warships. Hast genau 10 Minuten Zeit. Du hast 10 Minuten Zeit, das Schiff zu zerstören. Ansonsten wird das zweite angesteckt. In der echten Schlacht mit den Torpedos wäre bestimmt total lustig gewesen für die Crew. So, da ist eine Wispy. Maschinenboost deaktiviert. Nikolas gegen Wispy. Schauen wir mal, wer das Duell gewinnt. Oha. Digga. Ja, hast du fein gemacht. Hat er gut gemacht. Kann er sich ein Eis kaufen? Also kann er wirklich noch. Er lebt ja noch. Torpedos direkt voraus. Ich schaff's nur manchmal in solchen Situationen dann in die Torpedos reinzufahren, weil ich geistig blinder bin. Voraus. Naja. Da hinten sind überall Nebelbänke.
Der sieht mich doch gar nicht. Was haut denn der so panisch ab? Da ist der andere. Die Shen Yang. Und die Kuma ist tot. War auch nur ein Bot. Aber wir haben immerhin 2 Punkte schon erobert. Wir müssen noch B erobern, das wäre nice. So, der muss jetzt natürlich aufpassen, weil der wird jetzt von der Shen Yang gekillt gleich. Ja. It is what it is, ne? Ich könnte jetzt drauf schießen, aber scheiß drauf. Machen wir mal nicht. Torpedos auf Steuerbord. Wer schießt noch auf den? Sieht der? Sieht die Königsberg den? Nicht mehr auf alle Fälle. Der fährt jetzt weg. Na, nee, die sind beide in der Mitte. Ja, kassiert auf alle Fälle. Der ist gleich, der brennt auch. Der brennt wie ein Flaggschiff. Das Problem ist nur, wir haben auch fast keine Schiffe mehr. Die haben echt fast alle unsere Schiffe kalt gemacht. Wie lange hält denn das Ding? 49 Sekunden. Gut, das ist kaputt. Die Frage, wo ist der letzte Zerstörer? Beziehungsweise, was heißt letzte Zerstörer, der andere Zerstörer? Maschinenboost aktiviert. Der ist irgendwo da hinten lang gefahren. Kann sein, dass du versuchst, zu seinem Schlachtschiff zu kommen. Wir werden es gleich sehen, wir versuchen, den Punkt einzunehmen. Nein, der ist noch hier. Irgendwo gammelt er rum. Wahrscheinlich hinter B oder so. Ja, er sieht mich, ich sehe ihn nicht. Da ist er. Ich habe mich leicht verklickt. Das ist natürlich scheiße. Ich weiß nicht, wie ich den getroffen habe, sage ich euch ganz ehrlich. Weiß ich nicht. Kann ich euch nicht sagen. Aber er ist kaputt. Sehr gut, Herr Machel. Dann kümmern wir uns um die New York. Scheiß auf B. Nee, wir nehmen B noch schnell ein und kümmern uns um die New York. Wo ist das andere Ding? Die Hill? Das ist auch noch ein Zerstörer. Der nimmt gerade A ein. Nee. Nee, wo ist der andere Zerstörer noch? Auf A wahrscheinlich, oder? Würde Sinn machen. Ja, ja, der ist auf A. Die nehmen ja A gerade ein, ohne dass da jemand zu sehen ist. Unser Sieg ist in Sicht. Das dachte ich mir schon, dass er im Nebel ist. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der am Boden sitzt und ein Krabbenburger isst. ich bin blöd, es ist Nebel und ich frage, wo der Zerstörer ist, aber egal. Red mal nicht drüber. Auch schön, ein Schiff sind immer um die 40.000 Schaden hier aktuell, ne? Letzte Runde auch ein Schlachtschiff zerstört mit der VT. Auch um die 40.000 bis 50.000, jetzt das gleiche Schauspiel. Ich bin aktuell gewartet übrigens, das heißt, sie wissen, dass ich hier bin. Also bis der Zerstörer müsste es wissen. Der hat wahrscheinlich den Perk dafür freigeschaltet. Maschinenboost deaktiviert. Schießen einfach mal rein. Schauen wir mal, vielleicht treffen wir ja zufällig was. Ne, er zeigt mir immer den gleichen. Hat die gehofft, der zeigt mir den anderen Torpedo mal. Deswegen sehe ich leider nicht, was die Jungs da rechts machen. Ich glaube, nee, der dreht weg. Unser Sieg ist in Sicht. Wir sollten auf alle Fälle gewinnen, aber... Schauen wir mal. Kann auch sein, dass der jetzt natürlich hier gleich die Torpedos auf mich schießt. Das ist natürlich auch möglich. Auf alle Fälle, der wird mich gleich sehen, wenn ich jetzt noch weiter vorfahre. Die Nebelmaschine anschmeißen. Huh! Das war eine knappe Geschichte, du. Fa
fast hätte ich hier auf Fresse bekommen. Erstmal abfackeln. Nebelwand gelegt. Das ist was ich gut kann. Oder machen einen auf Kamikaze. Hätte ich auch mal Bock drauf. Ja, komm, schmeiß einen Turbo rein. Habe ich nicht ready. Na gut, die gute Art Kongo hat auch fast kein Leben mehr, ne? Ah! Wenn ich jetzt gleich gespottet bin, wissen wir, dass er bei mir ist. Ansonsten gehe ich jetzt Kamikaze aufs Schlachtschiff. Ahu! Okay. Da ist das Schlachtschiff. Der hat mich auf alle Fälle mal gespottet. Maschinenboost aktiviert. Das habe ich überlebt, das ist wichtig. So, jetzt schauen wir mal, was er macht. Sekundärgeschütze werden wir gleich auf den Sack gehen. Mal gucken, dass wir so nah wie möglich rankommen. YOLO! Ist nur normales Matchmaking, entspannt euch. Ja. Wenn natürlich gut ist. Gefecht endet in 5 Minuten. Ja, jetzt muss ich schießen. Und. Ich hätte übrigens auch die ganze Zeit mit HI schießen können. By the way. Das Ding ist auch kaputt. So, tschüss. Gegnerisches Schlachtschiff gesunken. Tschüss. Naja, Kamikaze funktioniert manchmal ganz gut. Du bist auch kaputt? Ist nicht schlimm, wir gewinnen. Ich glaube, ohne Witz, das ist mein bester Damage mit einem DD, die so, ne? Und es waren auch beides Spieler, die wir gekillt haben, ne? Also es ist jetzt nicht mal so, dass wir jetzt hier irgendwie Noobs gekillt haben, ne? Also Bots, meine ich mit Noobs. Der ortet mich halt noch, die Sau. Da ist er! Er will es wirklich wissen, oder? Kurz Torpedos reinjagen, komm. Ja, ich glaube, die treffen eh nicht mehr. Ja, sehr schön. Oh ja, 200.000, 8.000 EP, 1.000 Free XP. Läuft doch. So, Platz 1. Schau mal, mach jetzt auf Platz 2. Nennt man Teamgame, Freunde. Wir haben beide unseren Job erfüllt. Damit habe ich das Ding für heute fertig. Der ist auch fast schon auch durch. Kurz gucken. Na, ich habe hier noch nichts drin. Ist auch ehrlich gesagt gerade keinen Bock drauf. Wir können sogar fast, also das auf alle Fälle mal rein direkt. Das mit dazu. Und. Ach komm, scheiß drauf. Das auch mit rein. 11.300 Trefferpunkte, 7,5 Kilometer Torpedo Range. Und die Speed ist besser, ein bisschen. Und mehr Reichweite der Batterien. Sehr schön, dann können wir jetzt eigentlich weitermachen mit. Der Bayern. Nochmal. Würde ich mal sagen. Und während wir suchen, hole ich mir was zu trinken, meine Freunde. Bin gleich wieder da.